Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play des RPG-Maker-Spieles Daylight 2. Not! Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Das dritte spezialunöse Video hintereinander nach Karaoke-Challenge und 1000 Entchen-Abo-Special vorbereitendes Vorbereitungsvideo. Jetzt noch das dritte Video, in dem ich euch ein Kotelett mit schwachsinnigem Zeug an die Backe labere. Gewürzt mit schwachsinnigem Zeug. Die Schwachsinnskruste umgibt dieses Kotelett, das ich eben gerade durch die Schallwellen, die ich aussende, schonend zubereite. Und jedenfalls, ja, ich laber ganz viel Müll mal wieder und lade das hoch. Und nach diesem Video geht es aber versprochen wieder mit den regulären Let's Plays weiter. Die Breath of Fire Uploads tanzen schon Samba auf meiner Festplatte und wollen endlich mal rausgehauen werden. Was ich auch machen sollte, denn die sind jetzt mittlerweile schon eine Woche alt. Die sind schon alt. Wenn ich mich nicht beeile, dann erzähle ich euch in dem Let's Play was von Weihnachten und Winter von Zauberspaß und wir haben es dann Juli. Das geht auch nicht. Deshalb versuche ich mich auch kurz zu halten, auch wenn das die Uploads nicht verschnellert. Das Deutsche ist heute mal wieder sehr gut, war bei Aldi mal wieder im Sonderangebot. Die Uploadzeiten verkürzt, denn ich werde sowieso erst morgen uploaden, weil ich habe heute das geuploadet und das muss heute reichen, ja. Oh. Wäre ich mal YouTube-Partner, da würde ich für den ganzen Scheiß wenigstens Geld bekommen. Ist egal. Ja, ich öffne mal schnell meine Flasche. Und trinken Schluck, verschwende damit eure Lebenszeit, aber hey, that's life. Ach. So, nachdem ihr mir jetzt circa 5 bis 7 Sekunden so beim Trinken zugehört habt, geht es jetzt hier endlich mal los nach 2 Minuten Video. Mit dem, was ich eigentlich mit diesem Video erreichen wollte, nehme ich euch eine entscheidende Information geben. Das Let's Play von Daylight 2 ist hiermit beendet. Und nein, ich breche es nicht ab und es liegt auch nicht auf Eis. Das Spiel ist zu Ende. Ich habe fertig. Das war's. Die Demo ist vorbei. Das Ganze war so. Ich habe ja dieses, leckt mich am Arsch, was zur Hölle war das eigentlich, Monstervieh besiegt und habe mich daraufhin sehr doll gefreut, hey, super, awesome, ich hab's besiegt und yay, davon kann ich mir nichts kaufen, außer neue Munition, aber naja, jedenfalls, ja, es war besiegt, alle waren happy, außer das Monster und ja, und danach habe ich auch weitergespielt und habe weiter Let's Play und habe mir gedacht, hey, super, ich spiel's weiter, ole ole, erster Boss besiegt, weiter geht's hier. Und ja, ich bin dann ein bisschen rumgerannt, bin hier hingelaufen, bin da hingelaufen, hab mich einmal noch erschreckt, hab gesagt, oh mein Gott, wie geht es hier weiter? Und ja, irgendwann bin ich da noch weitergekommen und ja, im Endeffekt ist es dann darauf hinausgelaufen, dass der Held diesen Keller, Kloaken, Komplex dort unten verlässt und in ein Anwesen kommt. Dort kommt dann eine epische Szene, die mit zwei so Filmstreifenbalken, was weiß ich, wie man das nennt, untermalt wurde. Und dort läuft er dann episch in das Anwesen rein und erzählt episch ein bisschen was und ja, eine Szene halt. Und danach ist die Demo eigentlich zu Ende. Was aber das Problem war, ist, dass ich danach noch weiter Let's Played habe, denn ich habe ja nicht die normale Daylight 2 Version, die man sich im RPG-Atelier oder auch Multimediaxis genannt downloaden kann, sondern ich habe ja die Special Daylight 2 Koshi-Version. Nein, nicht wirklich. Ich habe einfach nur die aktuellste Version von Kanas selbst, sprich eine Version, in der er schon ein bisschen weitergearbeitet hat. Und dort geht es im Anwesen schon etwas weiter. Dort gibt es schon neue Räume, dort kann man schon Quests annehmen, die man bis jetzt noch nicht in der Demo annehmen konnte. Und ja, man kann eben schon so ein bisschen was Neues machen. Es ist jetzt nicht viel, aber es sind auf jeden Fall neue Räume und so weiter und so fort, die eigentlich in der normalen Demo-Version nicht enthalten sind. Und ich habe natürlich fröhlich und munter weiter Let's Played und habe
ja, das Ganze aufgenommen, hat alles schön geklappt, hab's gerendert und wollte es hochladen. Und zum Glück hat mich Kanas davor noch erwischt und hat gefragt, wie weit ich denn bin und so weiter. Denn sonst hätte ich das eiskalt hochgeladen, denn ich wusste das ja nicht. Und ja, er wollte auf keinen Fall, dass die Räume im Let's Play gezeigt werden, da das ja an Spoiler grenzt, da diese Räume ja der neue Content für die nächste Demo sind. Und deshalb ging das nicht. Aber ich hatte auch keine Rohaufnahmen mehr, dass ich das irgendwie rausschneiden konnte nochmal, weil ich lösche meine Rohaufnahmen immer, nachdem ich ein Video gerendert habe, genauso wie ich die Videos lösche, sobald ich sie hochgeladen habe, weil ich habe nicht unendlich viel Speicherplatz. Und ja, scheiße war's, ne? Und ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, das nochmal zu spielen bis zum Anwesen hin, weil erstens mal, ja, war einfach die Motivation nicht da, das jetzt nochmal zu machen. Und zweitens war die Zeit des Videos eh nur so in die Länge gestreckt, weil ich nicht wusste, wohin ich gehen musste. Sprich, hätte ich das nachgespielt, hätte ich gewusst, wie es weitergeht, und dann hättet ihr so ein 2-Minuten-Video bekommen, wo noch eine Szene drin gewesen wäre, und das war's dann. Super toll. Und deshalb habe ich mir einfach gedacht, nee, komm, beende ich's halt so. Mit dem Bosskampf, das war ja eigentlich das Wichtigste, denke ich mal, in der ersten Demo, das Highlight. Das haben wir gesehen, und diese 2 Minuten ins Anwesen laufen und sich noch ein bisschen Geblubber vom Helden anhören, das braucht jetzt auch kein Mensch mehr. Von daher ist Daylight 2 hiermit zu Ende. Es war ein schönes Spiel, es hat mir Spaß gemacht und ja, ich werde es natürlich weiterspielen, sobald eine neue Demo oder die Vollversion herauskommt. Ich danke euch fürs Zusehen dieses Videos und des Let's Plays und natürlich allem anderen, was ihr euch noch so von meinem geistigen Dünnpfiff hier antut. Und ja, das war's eigentlich auch schon soweit. Mehr wollte ich nicht. Wieder 7 Minuten eures Lebens verschwendet. Wahrscheinlich werden es gleich 10, weil ich jetzt noch Abschlussreden schwinge, die kein Ende finden. So wie immer. Herrlich. Ja, was kann man noch sagen? Es ist Montagabend. Ich bin kaputt. Ich muss jetzt gleich noch ein bisschen aufräumen, denn morgen Mittag kommt hier jemand. Ich habe keine Ahnung, wer. Ist auch nicht für mich, aber man muss halt trotzdem aufräumen, damit es wenigstens, wenn irgendwelche fremden Leute hierher kommen, so aussieht, als würde man halbwegs zivilisiert leben. Ja. Und ansonsten mache ich heute nichts. Ich spiele noch ein bisschen League of Legends. Vielleicht nehme ich das auf. Obwohl das mit dem neuen PC, dem ganz neuen, noch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Es ist jetzt nicht so, dass es laggen würde, aber es läuft mir im Allgemeinen, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, irgendwie langsamer. Aber wenn ich den Ingame-Ton ausmache, dann läuft's schneller. Aber ich kann ja nicht ohne Ingame-Ton aufnehmen. Ich probiere es einfach nochmal aus. Genau das werde ich wahrscheinlich machen. Und ja, ich werde mir so einfach einen schönen Abend machen. Ich bin müde und kaputt und woch. Naja, wie dem auch sei. Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin euer Nonsens-RPG, aka Koshi, und hoffe, ihr hattet Spaß dabei, meine Stimme 8 Minuten und 40 Sekunden lang zu hören. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao und adios, amigos. Ei, 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 ei.